Wir befinden uns hier auf der Baustelle FES Oldenburg, direkt im Zentrum von Oldenburg an der Hunte. Und hier entsteht für die Freie Waldorfschule ein Anbau. Wie man sieht, sind die Bauarbeiten schon sehr weit fortgeschritten. Wir haben die Gründung erstellt, wir haben die Sohlplatte erstellt und sind aktuell dabei, die Wände im Erdgeschoss zu erstellen. Gleichzeitig ist es aber auch schon so weit, dass wir unsere Filigrandecke, heißt also im Endeffekt die Decke über erste OG, auflegen konnten. Die Räumlichkeit, in der wir uns jetzt gerade befinden, ist das Foyer der Schule. Heißt im Endeffekt der Eingangsbereich bzw. Mittelpunkt des Erdgeschosses, wo man sich auch treffen kann, wo gegebenenfalls Versammlungen abgehalten werden können. Gleichzeitig sieht man aber auch das Besondere an der Bauweise dieser Schule, dass wir nämlich ein Split-Level haben. Split-Level bedeutet in dem Fall, dass man einen Versprung in der Sohlplatte hat. Wir befinden uns hier gerade im EG, aber ein Teil des EGs ist halt tiefer gelagert als ein anderer Teil des EGs. Dementsprechend hat man einen Höhenversprung in den Sohlplatten, kann aber beide Bereiche gleichzeitig nutzen und das ist auch als ein Geschoss anzusehen. Wir befinden uns hier in einem Klassenraum im Erdgeschoss der Schule. Und hier kann man auch relativ gut sehen, was das Komplizierte an diesem Bauwerk ist. Und zwar ist die Fassade an sich gefaltet. Man hat da manche Ecken, die weiter vorspringen, manche Ecken, die weiter zurückspringen, sodass eine Art Ziehharmonika-Effekt an der Fassade entsteht. Das ist ein gestalterischer Aspekt, den die Architekten sich so überlegt haben, der später auch sehr schön in Einklang mit der Holzfassade aussieht. Natürlich ist es aber relativ kompliziert herzustellen in Ortbetonbauweise. Wie man hier sehen kann, haben wir das alles in Holzschalung gemacht, also konventionelle Holzschalung, keine Systemschalung. Normalerweise benutzen wir ja Systemschalung. Das sind vorgefertigte Platten, die man aneinander steckt, miteinander verbindet und die auch sehr, sehr gut darauf ausgelegt sind, dass man viel Fläche macht und dass man schnell einschalen kann. Leider sind die bei so filigranen Arbeiten oder kleinteiligen Arbeiten relativ ungeeignet. In diesem Fall ist es einfacher, wenn man das mit Holzschalung macht bzw. die Schalung selber baut, weil dann kann die an die Örtlichkeit angepasst werden und Holz lässt sich nur mal besser schneiden als Stahl. Ja, hier befinden wir uns jetzt im ersten Obergeschoss und wir stehen hier auf der Filigrandecke, die wir gerade von unten gesehen haben. Auffällig an der Filigrandecke ist die Struktur, die sie an der Oberseite hat. Dazu muss man verstehen, wie eine Filigrandecke funktioniert. Die wird im Endeffekt auf einem Tisch hergestellt. Heißt also, die Unterseite ist schalungsglatt, also glatt hergestellt. Und die Oberseite wird extra mit einer Hake oder einem anderen Werkzeug rau gekratzt, damit die Filigrandecke am Ende eine stabile Verbindung mit dem Aufbeton eingeht. Der Vorteil bei der Verwendung von Filigrandecken ist es ja, dass man von unten keine Schalung braucht. Man liefert eine Betonplatte, in der Regel etwa 5 cm stark, auf die Baustelle und die funktioniert gleichzeitig als Schalung. Heißt also, wir legen die Filigrandecken auf die Joche auf und auf die Balken und betonieren am Ende den Restbeton, der oben fehlt. Bei einer 25er Decke beispielsweise sind 5 cm Filigrandecke und 20 cm Ortbeton obendrauf. Und, wir betonieren jetzt hier noch die restliche Betonmenge obendrauf und dann haben wir eine in sich zusammenfügende gefügte Decke.